Bundespolizei, Jagd auf Schleuser und Schmuggler. Okay, in dem Video geht es scheinbar darum, wie illegale Einwanderer es hier in dieses Land schaffen. Also ich bin mich hier persönlich angesprochen. Es könnte sein, dass ich vielleicht im Hintergrund einmal kurz über die Grenze renne während der Aufnahmen. Ich hoffe, die haben mein Gesicht zumindest zensiert. Also ich muss aufhören mit diesen Witzen. Ich bin in Deutschland geboren. Es geht langsam zu weit. Ich habe zu sehr die Rolle des illegalen Einwanderers verinnerlicht. Ich werde mit den Jokes aufhören, aber heute ist noch nicht der Tag. Er kommt aber noch. Unterwegs mit der Bundespolizei an Deutschlands Grenzen. Da wurden jetzt gemeldet, dass da wohl eine ein sehr gefährlicher Überholvorgang, um ehrlich zu sein. Geht das nicht? Illegale Grenzübertritte in Sachsen. Bin ich da irgendwo? Nein. Sagen wir hier in fast der Republik in Dubien. Genau in Sachsen auch noch angekommen. Digga, Leute, hättet ihr nicht in einem bisschen toleranteren Bundesland ankommen können? Da werdet ihr nicht mit offenen Armen empfangen, glaube ich, im Osten. Flüchtige Schleuser in Bayern. Alter, Bayern. Und etwas besser. Aber dennoch Zivilfahren dann im schwer. Einsatz. Also ich weiß, bei Flüchtlingen geht es um was ganz anderes. Im Normalfall fliehen die vor Krieg und Elend und Leid. Aber ich muss sagen, dieses durch die Wälder durchkämpfen und irgendwie versuchen anzukommen und diesen harten Weg, das stelle ich mir als großes Abenteuer vor, um ehrlich zu sein. Also kein Abenteuer, wo du sagst so, boah, das will ich mal machen, das ist bestimmt cool. Das ist nicht sowas wie wenn du in Wandern gehst oder so. Aber wenn du Survival machst draußen oder sowas. Kennt ihr nicht diesen Drang in einem, wo man so an sein Limit gehen will, wo man sich so überwinden will und so eine Nahtoderfahrung haben will? So. Ich lebe zwar hier sehr gemütlich, aber gleichzeitig habe ich Szenarien im Kopf, wo ich gerne mal ausgesetzt werden will, so in solchen extremen Situationen. Damit will ich dieses Ganze, das alles nicht verherrlichen. Ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Einfach auf dem Boden, so unter dem Boden, sogar noch, um mich dann so hochzukämpfen. Ich weiß nicht, wieso. Und natürlich, wenn ich dann in der Situation wäre, werde ich wahrscheinlich anders denken. Aber so, es geht einem halt durch den Kopf. Ist auch nicht gering, dass sie es wirklich schaffen, auch wirklich verdeckt zu bleiben. Im vergangenen Jahr wurden deutschlandweit über 127.000 illegale Einreisen erfasst. Erfasst? Wie viele wurden nicht erfasst, ist die Frage. Es kann das Doppelte sein, es kann das Fünffache sein, wer weiß. 20% mehr als im Vorjahr. Knapp 3.000 Schleuser konnte die Bundespolizei fassen. Schleuser, doch die Zahl der Schleusungen steigt. Das ist jeden Tag ein Katz-und-Maus-Spiel, ja? Wir können an der einen Stelle stehen und 10 Kilometer weiter ist eine Schleusung. Kontrolle auch am Flughafen München. Haben Sie andere Dokumente dabei? Und Überprüfungen von verdächtigen Einreisepapieren. Ah, okay. Also sehen wir schon eine starke Abweichung. Ach krass. Sie alle sichern die deutschen Grenzen. Am Boden, in der Luft, auf dem Wasser. Das ist eigentlich ein passendes Video zu dieser Zeit, weil viele sind sich ja unsicher. Sind Deutschlands Grenzen sicher? Gibt es zu wenig Kontrollen? Die könnten die Bevölkerung jetzt eigentlich davon überzeugen, dass alles passt? Dass man alles Mögliche dafür tut? Was heißt alles Mögliche? Alles Mögliche wird man nie tun können oder werden, weil es geht immer besser und mehr. Aber machen die zumindest genug so? Also auf den ersten Blick und an den letzten Jahren hat es nicht so den Eindruck, aber vielleicht liegt es auch an der Gesetzeslage. Keine Ahnung. Im Grenzbereich. Auf der Jagd nach Schleusern und Schmugglern. Flughafen Franz Josef Strauß, München. 37 Millionen Passagiere, 13,6 Millionen Kontrollen pro Jahr. Mit 1600 Mitarbeitern schützt die Bundespolizei die EU-Grenzen im Luftraum vor illegalen Einreisen. Ja. Peter Jeckel und Usha Pfeiffer sind auf dem Weg zu ihrem ersten Auftrag. Verbindungsbeamte haben die Kollegen über einen verdächtigen Ägypter informiert, der gleich einreisen soll. Okay, was ist an dem Herrn verdächtig? Sein Aussehen allein wird ja wohl nicht reichen. Oder vielleicht doch, das könnte ein erster Verdacht sein, aber es ist ja, am Flughafen sind ja viele ausländisch aussehende Menschen, weil es halt einfach so ist. Aber vielleicht an den Dokumenten oder so, Morgen. Wenn die auffällig Morgen. Sind. Der ist eben gerade auch erst in Griechenland eingereist. Genau, heute. Sollten wir finden. Wenn wir was haben, geben wir euch natürlich Bescheid. Chefin? Danke. Ja. Die haben richtig Lust auf ihren Job. So. Das ist auch irgendwie interessant. So, du kriegst ein Bild, dann läufst du durch den Flughafen und suchst den. Das finde ich irgendwie cool. Auf Detective angelehnt. Sagen, ich bin Ägypter oder wer auch immer. Ich will nach Deutschland einreisen, illegal hier bleiben. Dann kann ich doch theoretisch einfach sagen, okay, ich will hier Urlaub machen. Dann komme ich an, bleib einfach hier und versuche irgendwie auf so Fliegen und Brechen halt irgendwie dann hier zu bleiben. Bin ich dann illegaler Einwanderer? Nein, bin ich nicht, oder? Was definiert denn eine illegale Einwanderung? An einem Flughafen kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Per Flugzeug in ein Land zu kommen und erstmal dort zu bleiben, kurz, ist ja an sich nicht illegal. Über eine Grenze zu kommen, über die du nicht gehen darfst, ohne Kontrolle, das ist schon eher.
Also ich bin kein Experte, ich habe keine Ahnung, wirklich, es sind nur Vermutungen, die ich aufstelle. Aktuell wird sich bestimmt jetzt hier zeigen. Dass hier vielleicht eine Visaerschleichung vorliegen könnte. Das ist eben der Fall, wenn eine Person ein Visum von einer Botschaft beantragt, wo die eben einfacher und schneller ein Visum bekommen. Das ist häufig der Fall bei griechischen Visa, aber die letztendlich nicht ihren Hauptreisezweck dort in Griechenland haben. Du hast die Personenbeschreibung? Okay. Ja, habe ich. Glaube ich, verstehe. Der Gesuchte kommt angeblich mit diesem Billigflieger aus Athen. Ich habe vorher kurz die Kommentare durchgelesen. Die Airline heißt Aegean oder ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Das muss ich kurz gucken. Aegean. Aegean. Okay. In den Kommentaren ist jeder entsetzt darüber, dass er das Billig-Airline nennt. Scheinbar ist es eine voll normale Airline. Ich weiß nicht, mit was der Kommentator normalerweise fliegt. Mit den Emirates oder so. First Class. Aber ja, scheinbar ist das keine Billig-Airline. Ägyptisch, männlich, hat eine Glatze, trägt ein schwarzes Shirt. Dein Alter? 1,80. Ah, okay, die kontrollieren nur den einen Flieger dann. Ich bin größer als 1,80. Ja. Dann so irgendwas zwischen dir und mir. Die Beamten müssen den Verdächtigen ermitteln, bevor er das Flughafengebäude betreten und in der Menge verschwinden kann. Das ist so einfach, wirklich. Der arme Dieser Mann, der dachte jetzt, okay, reichlich. Ich hab's geschafft. Englisch, okay. Haben Sie einen griechischen Ausweis? Bitte zeigen. Haben Sie auch andere Dokumente dabei? Nur den Ausweis. Nur den Ausweis? Okay. Alles klar, danke. Fehlanzeige. Okay, er will bei auch nochmal sicher gehen. Ich hätte jetzt aber fast getippt, dass das sein könnte, weil er echt gut draufgepasst hat auf die Beschreibung. Ist der Gesuchte überhaupt an Bord? Ich hatte aber noch jemanden. Ja, genau, da haben wir es auch. Entschuldigung, einmal zu mir Hallo. Bitte. Genau, sprechen Deutsch, Englisch? Nichts, Englisch? Nichts zu. Der Mann scheint. Oh, Bro. Guck mal, man kann übergewichtig sein. Ja, ist ja ist vollkommen normal heutzutage. Ist natürlich nicht gesund, aber ich mache mich auch nicht darüber lustig, sondern in einem Flieger, ich rein praktisch gesehen, passt der da in diese engen Sitze rein? So, ich frage wirklich aus Interesse. Muss er theoretisch 2 Sitze buchen? Kann sein, oder? Also ganz realistisch gesehen. Das ist jetzt wirklich kein Lustigmachen oder sowas, sondern ihr wisst schon. Englisch? Nichts zu. Der Mann scheint der Gesuchte zu sein. Haben Sie Ihren Ausweis oder Reisepass dabei? Ja. Bitte zeigen. Okay. Ja, okay. Sie kommen jetzt aus Athen? Wo wollen Sie jetzt hin? München. Was ist der Grund Ihres Aufenthalts? München besuchen. Und für wie lange? 3 Tage. Und nach den 3 Tagen? Aber 3 Tage ist ziemlich kurz, weil dann müsste er ja schon Rückflug und so geplant haben. Das hätte vielleicht doch 1-2 Wochen sagen sollen. Was machen Sie dann? Reise ich nach Zürich. Nach Zürich? Okay. Warum haben Sie ein Visum für Griechenland? Und nicht für Deutschland oder Zürich? Warum? Wir würden uns gern Ihre Dokumente anschauen. Ah, der Arme, sein Leben zieht gerade an ihm vorbei wahrscheinlich. Den behalte ich. Ich habe ihn ja hier. Sollte sich der Verdacht der bewussten Täuschung und Visaerschleichung erhärten, droht dem Mann die Rückweisung. Haben Sie einen touristischen Aufenthalt in Griechenland? Nein. Okay. Warum nicht? Sie haben doch ein Visum für Griechenland. Hans im Glück da hinten. Habt ihr das gesehen hier? Hans im Glück hat einen Burger. Ich habe damals mal vegetarisch gelebt für eine kurze Zeit, einfach um es auszuprobieren. Ich habe mich irgendwann am Ende halt nicht wirklich gut gefühlt damit, deswegen habe ich es abgebrochen. Aber die haben da einen Burger, ohne Fleisch halt natürlich, mit so einem Gemüsepatty aus gebratenem Gemüse. Der schmeckt so geil. Oh, ich habe gerade so Bock auf den. Während ich hier über Burger rede, geht sein Platz gerade der Traum von dem Herrn hier. Sie haben doch ein Visum für Griechenland. Ehrlich gesagt. Die griechische Botschaft hätte als einzige Termine frei gehabt für ein Visum für ein EU-Land, behauptet der Mann. Die deutsche Botschaft sei immer ausgebucht gewesen. Das nächste Mal wäre es besser, Sie besorgen sich ein Visum von dem Land, wo Sie wirklich hinwollen. Habe ich ja versucht. Sie müssen es eben mehr versuchen. Oder eben früher. Einen schönen Tag. Gute Reise. Ach, korrekt. Bye.
Korrekt. Die Bundespolizisten und diese Polizisten sind sehr stark. Sagen wir, er hat gelogen, sagen wir, er hat irgendwas in der Richtung gemacht oder wie auch immer. Natürlich, Gesetz ist Gesetz. Man muss es erwirken. Polizisten müssen dem auch folgen. Er hat wahrscheinlich auch keine Anzeichen hier gesehen. Es ist scheinbar nicht ganz gefälscht. Er hat einfach nur fürs falsche Land das Visum genommen. Aber trotzdem, die übertreiben nicht. Die merken, okay, da ist was dran an dem, was er sagt. Ich spreche nicht viel dafür, dass er hier gerade uns verarscht oder was auch immer. Okay, kann's weiter. Ohne jetzt noch viel mehr Probleme zu machen. Also, ich finde es sehr gut eingeschätzt, ehrlich gesagt. So als Außenstehender. Auch sehr sympathisch und menschlich. Unterstellen hier noch Unwissenheit und verzichten auf die Rückweisung. Denn das sonstige Reiseverhalten des Ägypters ist unauffällig. Bei der weiteren Nachschau der alten Visa, die er hatte, haben wir auch festgestellt, da hat er es halt immer wirklich für das Hauptaufenthaltsland ein Visum gehabt, hat auch die Aufenthalte erfüllt oder eigentlich nur unterschritten. Ah, okay. Eher. Ja, also es hat viel dafür gesprochen, dass alles okay ist. Und es hat für uns jetzt legitimiert, dass er jetzt nicht einen dauerhaften Aufenthalt hier anstrebt. Also wir gehen davon aus, er reist wieder aus. Schichtbeginn in der Polizeidirektion Ebersbach, Zweigstelle Zittau in Sachsen. Polizeihauptmeister Ronny Probst und Kollege Michael Hennersdorf sind auf dem Weg zu den Hotspots illegaler Einwanderung an der deutsch-polnischen Grenze. Also solche Grenzkontrollen... Deutsch-polnische Grenze, wie sind die Einwanderer denn durch Polen gekommen? Oder sind die von unterhalb und dann mussten die kurz nach Polen, um über die Grenze zu kommen? Weil Polen ist ja so das radikalste Land wahrscheinlich in Europa, was so Einwanderung und so anbetrifft. Wie haben die es da durchgeschafft, so unversehrt? Werden mehrmals, obwohl, man weiß ja nicht, ob sie unversehrt sind, täglich durchgeführt. Zu unterschiedlichen Zeiten. Erstes Ziel, ein Kreisverkehr an einem unbemannten Übergang zwischen Deutschland und Polen. Hier drüben haben wir den Übergang Hagen-Werder. Ein Pkw-Übergang ist das. Und wenn eingeschleust wird, dann ist die Erfahrung so, dass dann versucht wird, hier über diese Straße in Richtung Bernstadt die Leute ins Landesinnere zu bringen. Aus dem Grund werden wir uns hier jetzt einfach ein paar Minuten postieren und mal gucken, was so einreißt und ins Hinterland fährt. Ich weiß nicht, das ist so das Auffälligste, was du machen kannst, oder? Dich direkt davor zu positionieren, da wird doch kein Schleuser mehr langlaufen. Wir werden doch sehen, dass Polizei, okay, wir warten oder warten notfalls tagelang wahrscheinlich dort draußen, bis die Polizei weg ist. Die Situation an den deutschen Außengrenzen ist nach wie vor problematisch. Immer wieder registriert die Bundespolizei Schleusungen. Unter menschenunwürdigsten das Umständen. Das ist schon krank. Leute, in der Grenzregion viele haben ja den Eindruck, dass irgendwie die meisten Flüchtlinge nur just for fun hierher kommen, dass sie wirklich gar keine großen Probleme in ihrem Heimatland haben und einfach hier hinkommen, weil die sich so ein bisschen besseres Leben erhoffen. Aber Leute, ihr müsst bedenken, das kann auch mal zutreffen, aber bei der Masse sieht es anders aus, weil die meisten flüchten wirklich unter extrem schlechten Bedingungen. Manche sind so in Koffern versteckt, auf engstem Raum. Viele sterben sogar auf dem Weg. Also um das in Kauf zu nehmen, zu wissen, dass du vielleicht stirbst auf dem Weg, zu wissen, dass du verhungerst, dass du irgendwie auf kleinsten im engsten Raum für über Wochen hinweg dich verstecken musst, er muss schon viel dafür sprechen. Also der Grund, aus deinem Ursprungsland zu flüchten, muss so groß sein, dass du es in Kauf nimmst, vielleicht da auf dem Weg zu sterben. Also da ist schon viel dahinter. Dann ist wiederum die Frage, kann man diese Massen an Menschen auf einen Schlag aufnehmen? Bezweifle ich auch. Das überlastet ein Land halt im Endeffekt. Ist halt wirklich so. Also nicht so viele auf einmal, sondern kontrolliert und vor allem alle sollten erfasst werden, richtig dokumentiert werden und sowas. Und dann halt die Integration im Nachhinein. Also das muss alles vorbereitet sein, das geht nicht so einfach. Und wenn irgendwas davon nicht stimmt, sagen wir unkontrolliert, dann kommen vielleicht auch Leute rein, die dem Land schaden wollen. Kann auch sein. Vielleicht fehlende Integration, dann kann es halt sein, dass gewisse Leute halt die Werte und die Normen in dem Land halt nicht so schnell akzeptieren oder sich daran gewöhnen oder sich anpassen und in ihren Kreisen bleiben, weil sie halt wirklich nicht integriert werden. Also es sind viele Baustellen, das müsste man wirklich ganz anders angehen. Und es ist kein Wunder, dass die Bevölkerung das dann irgendwann negativ aufnimmt, wenn so viel schief läuft. Aber es ist gar nichts gegen die Leute, die flüchten. Vor allem Geflüchtete aus Syrien. Manchmal ganze Familien. Die meisten von ihnen kommen über die sogenannte Balkanroute. Nur wenige Minuten nahe des Grenzübergangs fällt den Bundespolizisten ein Mietwagen ins Auge. KF 4321. Wollen wir mal angucken? Gucken wir mal ab. Wir gucken uns jetzt mal den weißen Seat an. Münchner Kennzeichen. Ah ne, ich dachte gerade, die sind in München, aber der Flughafen war in gucken München. Was die vorhaben, die Jungs? Ist ja Sachsen irgendwo. Oder nee, die polnische Grenze irgendwo. Ja. Schönen guten Morgen. Die Bundespolizei bei der Kontrolle. Ich hätte gerne von beiden Insassen die Personalausweise. Mietfahrzeuge im Grenzgebiet sind verdächtig.
Nicht immer lässt sich im Nachhinein feststellen, wer sie... Der Traktor. Da ist bestimmt ein Einwanderer irgendwo versteckt, im Reifen oder so. War der Joking zu weit, oder? Sorry dafür. Nutzt hat. Perfekt für Schleuser. Einmal Schweiz und einmal United States. Interessante Kombination. Die Überprüfung ergibt, beide Männer arbeiten für ein ortsansässiges Unternehmen. Gut, dann. Viel Erfolg. Verdammt. Alles klar. Mach's gut, ne? Tschüss. Also denkt ihr, Polizisten freuen sich, wenn sie jemanden erwischen, safe, oder? Das ist ja auch wie ein Erfolg. Die haben bestimmt auch so Quoten zu erfüllen. Die gehen dann zurück ins Büro und sagen, jawohl, heute so und so. Viele Leute erwischt, bin ich mir sehr sicher. Ist ja auch nichts dagegen, ist ja auch deren Job, aber wohl. Manchmal könnte das doch Probleme machen. Wenn die Verkehrskontrollen machen, die Quote ist, wir müssen heute 2, 3 Leute erwischen. Vielleicht versuchen die auf Krampf erst recht so nach Fehlern zu suchen. Ja, obwohl, aber das ist auch deren Job. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Solange die nicht aus einer Kleinigkeit was Großes machen und solange die wirklich die Gesetze einhalten, dann ist ja okay. Aber ich denke, es gibt Polizisten, die machen aus Kleinigkeiten extra was Großes. Ist, um halt wirklich irgendwie zu sagen, okay, ich hab da jemanden erwischt. Wir stehen hier schon im Fokus. Muss man natürlich auch immer gucken, wer sitzt drinnen. Ne? Jetzt haben wir es nicht genau gesehen von unserem Standort aus. 2 Personen schon drinnen. Vielleicht suchen sie noch jemanden. So sah es so aus, noch rund im Kreisverkehr. Hier waren sie auch noch nicht ganz sicher. Vielleicht suchen sie noch Leute. Deswegen haben wir die einfach mal angehalten. Deutschlandweit registriert die Bundespolizei über 10.000 unerlaubte Einreisen pro Monat. Besonderer Brennpunkt: Die haben so viele registriert, die Dunkelziffer, also wie viele durchgekommen haben, wie viele es geschafft haben, ist ja wahrscheinlich deutlich höher. Wir hatten letztens eine Doku geguckt über Schweden und da wird zum Beispiel bei Mord, wird nur jeder 4. Mord durch Schusswaffen wird aufgeklärt. Das ist krass und es geht um Mord. Und wie viele von den illegalen Einreisen werden wirklich erwischt und gesehen? Also wahrscheinlich vielleicht 1/5, wenn überhaupt. 1/10, denke ich mal. Die Übergänge aus Polen. Die 1/5, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung halt. Wir fahren jetzt in die Ortslage Ostritz. Da befindet sich eine Fußgängerbrücke, die von Polen nach Deutschland kommt. Und das hat sich in den letzten 2 bis 3 Wochen wieder als Schwerpunkt herausgestellt. Also wir hatten hier vermehrt unerlaubt Eingereiste, die diese Brücke genutzt haben, um nach Deutschland einzureisen. Das Ekelhafte allein ist halt, letzte Nacht wurden hier 6 Flüchtlinge. Du bist ja als Polizist und du weißt, wenn du jemanden erwischst, einerseits, okay, ich habe jemanden erwischt, cool, unseren Job getan. Diese Reaktion von dem, den du erwischt hast, so, die wird so einmalig sein, Digga. Die wird so richtig enttäuschend sein, weil er wird genau da am Ende, wo er ankommen will, fliegt auf einmal alles auf. Der ganze Weg, den er gemacht hat bisher, alles umsonst, weil er jetzt wurde er erwischt. Er hat so viele Etappen so bewältigt und bei der letzten Etappe scheitert er dann. Das muss so herzzerreißend sein. Ja, also rein menschlich gesehen. Trotzdem ist es halt verboten irgendwo. 2 Pakistani, 4 Afghanen. Nur 80 Meter über den Fluss, schon ist man in Deutschland. Da sieht man halt. Pakistan zum Beispiel gilt das nicht als sicheres Land, aber die Lebensumstände sind wahrscheinlich schlechter als in Deutschland. Davon können wir ausgehen. Und die Leute wollen halt nach Deutschland, weil Deutschland klingt nach dem besten Leben, das es gibt. So, man erzählt sich Geschichten, in Deutschland ist alles sauber und sicher und cool und man verdient viel Geld und sowas. Am liebsten würde dann wahrscheinlich jeder kommen. Ist klar. Aber ist das physikalisch möglich, jeden, der hier gerne leben würde, auch aufzunehmen und ohne, dass das Land halt dadurch benachteiligt wird durch eine massive Einwanderung? Das ist halt wieder was anderes. Drüben ist die Straße, die geht hier parallel zur Neiße und ist halt sehr schön ranzufahren und wegzufahren. Ne? Dann lässt man die Leute hier raus und dann weiter ins Innere. Wenn man erstmal hier weg ist, schon schwierig. Dann ist nicht los. Eine flächendeckende Kontrolle an allen Grenzstraßen sei nicht zu leisten. Die Bundespolizei setzt deshalb auf Stichproben und den Überraschungseffekt. Okay, ja. Stichproben halt. Also das geht hier gar nicht darum, scheinbar die Grenzen halt wirklich so fest zu kontrollieren und ganz so jeden zu erwischen, der hier illegal reinkommen will, sondern es geht darum einfach so, um was geht? Sollen diese Stichproben, was schließt man aus denen? Also ja, ist auf jeden Fall nicht so radikal, wie sich vielleicht viele wünschen, aber scheinbar ist das nicht zu leisten. Also man kann nicht, das ist unmöglich vielleicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Die Brücke wird 14 Stunden um die Uhr bestreift. Da auch die Schleuser auf polnischer Seite sehr flexibel reagieren und da auch keine festen Zeiten haben, sonst wären die ja ausrechenbar. Und das wollen sie nicht sein, die wollen ja auch die Leute rüberbringen, um den Schleuserlohn zu kassieren. Aus dem Grund kann es sein, hier ist um 7 was, hier ist um 12 was, hier ist um den Schleuserlohn zu kassieren, kriegen die das also Geld nicht direkt von Anfang an? Die werden ja wohl nicht im Nachhinein erst bezahlt, oder die Schleuser? Oder ist das so? Das wäre natürlich sehr sicher für die Reisenden. Aber ich glaube, die kassieren erst das Geld und danach schleusen die Leute rüber. Also da werden viele auch abgezogen, denke ich. Sagen, wann hier eine Schleusung stattfindet. Gehen den beiden Bundespolizisten heute noch Schleuser ins Netz? Zurück an der deutsch-polnischen Grenze. Die Bundespolizisten Michael Hennersdorf und Ronny Probst sind auf Streife an den Hotspots für illegale Schleusungen. Plötzlich ein Funkspruch der deutsch-tschechischen Kollegen.
Das war direkt die Brücke in Hagenwerder, ja. Ja, korrekt. Das ist ja eben Einsatz. Wo die Kontrollstelle war. Da wurden jetzt durch Bürger, die dort von Polen eingereist sind, gemeldet, dass da wohl eine größere Gruppe von Personen von Polen nach Deutschland läuft. Es ist schon eine andere Streife. Eine größere Gruppe von Personen, ist das so schlau? Kann man das nicht irgendwie so aufteilen, dass man irgendwie so einzeln drüber geht oder so in kleineren Gruppen? Dann fällt man doch weniger auf, oder? Dann zur nötigen Unterstützung. Da ist es. Okay, so. Ja, der Airbus 6 wäre jetzt hier auch vor Ort. Das ist hier, was hier steht, ist eine gemeinsame Streife mit den tschechischen Kollegen. Ein Team der Bundespolizei hat 4 Männer und eine Frau festgesetzt. Ach, die armen Geschleuste Seelen, aus dem ja. Sudan, Ägypten und Äthiopien. Als erstes werden die Personen durchsucht. Lass mal Gesetze und das alles außer Acht. Wir müssen mal bedenken, wir haben nur Glück gehabt, dass wir in einem wohlhabenden Land geboren sind. Es ist wirklich nur Glück. Das versucht man irgendwie zu verteidigen, diese Wohlhabende sozusagen, dass wir durch Glück geschenkt bekommen haben, durch unser Leben. Und dann gibt es Leute, die sind zum Beispiel in Syrien geboren, während des Krieges. Und die denken sich natürlich auch, warum habe ich so viel Pech gehabt? Warum zu der Zeit jetzt in diesem Land geboren zu werden? Ich will hier auch weg. So, ich will woanders hin, wenn es auf der Welt bessere Orte gibt. Kann man natürlich alles nachvollziehen. Sie ein Messer? Nein, ich habe kein Messer. Das geschieht jetzt hier zur Eigensicherung, weil die Personen jetzt gleich durch andere Kräfte abgebildet werden und damit die keine gefährlichen Gegenstände, Waffen, Messer, Feuerzeuge, alles was dazu dienen könnte, sich selber oder andere zu verletzen. Oft werfen die Geschleusten ihre Pässe fort. Hier haben die Beamten Glück. Oh, ist das jetzt deren Fehler? Weil mit Pass können die ja jetzt abgeschoben werden. Ohne Pass wüsste man nicht wohin. Kein Land würde die aufnehmen dann. Pass der Republik Äthiopien. Und der dürfte dann auch auf ihn ausgestellt sein. Jo. Er ist 02? 02, ne? Gut, dann label ich den mal. 02 hat einen Pass. Dann werden alle Handys sichergestellt. Und Ihr Handy ist da drin? Lassen Sie es da, lassen Sie es da. Vielleicht finden sich darauf Fotos oder Hinweise auf die Schleuser, die nicht verloren gehen dürfen. Handys wollen sie auch direkt auf Flugmodus. Das ist ein sehr schwieriges Thema auf jeden Fall, das alles. Damit hier keine Fernlöschung der Handys stattfinden kann. Beim Ausziehen der Gummistiefel dieser Frau läuft Wasser heraus. Sind Sie zu Fuß gekommen? Durch den Fluss? Auch die Socken sind durchnässt. Die auch wer weiß, wie lange sie diese Socken tragen musste, jetzt schon. Wochen wahrscheinlich. Zisten schöpfen Verdacht. Der eine, der so ein bisschen Englisch spricht, sagt, die Gruppe wäre komplett. Aber muss ja nicht stimmen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen nochmal eine kurze Nachschau. Wir gucken jetzt, ob wir eventuell noch andere Personen finden. Weil die Personen jetzt hatten ja Gummistiefel, wo Wasser drin war, nasse Schuhe. Ja, Kollege, wir können eins und eins zusammenzählen. Wir wissen, wie du auf diesen Schluss nasse kamst. Nasse Hosen. Aber wenn man jetzt hier sieht, also die Neiße fließt auch relativ schnell und ist hier auch relativ tief. Also besteht die Vermutung, dass sie versucht haben, über die Neiße nach Deutschland einzureisen. Und nachdem sie gemerkt haben, es wird wahrscheinlich zu tief oder auch zu schnell vom Wasser her, sind sie dann wahrscheinlich wieder hoch und dann einfach über die Brücke gekommen, weil der Kollege sagt, die sind wirklich die Brücke entlang gelaufen. Das ist aber doch ein guter Schluss, ja. Das habe ich nicht erahnt. Die Gruppe scheint komplett zu sein. Von den Schleusern keine Spur. Sie seien über Belarus nach Polen gelangt, erzählt dieser Mann. Wir waren 21 Tage unterwegs durch den Wald. Wie viel haben Sie gezahlt? Was? $300, $200, 4-5 Mal. Also, die haben offensichtlich in mehreren Raten bezahlt. Immer mal $200. Wahrscheinlich bei jedem Grenzübertritt haben die einen gewissen Betrag gezahlt. Etappenweise. Sagt, das ist dann mit dem Dolmetscher echt besser rauszukriegen. Weil die haben zwischendurch trotzdem noch mal an die Fahrzeuge oder so trotzdem noch mal was gegeben. Es kann passieren, dass natürlich jeder, der zwischendurch noch mit diesen zu tun hat, sei es als Fahrer, sonst was, als Fußschleuser, dass er noch mal extra die Hand aufhält. Und wenn es nur dafür sei, ihnen eine Flasche Wasser zu verkaufen. Während die Geschleusten noch durchsucht werden, nähern sich plötzlich weitere Personen über die Brücke aus Polen. Oh, das ist das schlechteste Timing, das ihr haben könnt, Leute. Könnte man da nicht theoretisch den ganzen Tag Kontrollen haben? 24/7, da würde man wahrscheinlich voll viele Leute erwischen. Das ist jetzt kein Ding. Es ist nur eine Vermutung jetzt. Hallo, Polizei. Ihren Reisepass bitte. Nee, der ist aus Deutschland. Die Männer haben auch kein Visum und stammen aus Syrien. Ja, nochmal die 100 für die 27. Er läuft einfach so in die Kontrolle rein. Digga, wie hast du es bis zu diesem Ort geschafft, so wenn du so nachlässig bist? 257.1, also wie gesagt... Er hat ja förmlich um eine Kontrolle gebeten. Bestätigt, dreimal syrisch noch dazu. Zur gleichen Zeit wendet auf polnischer Seite ein weißer Kastenwagen, mutmaßlich der Schleuser.
und fährt in Richtung Tschechien davon. Dort dürfen die deutschen Beamten ihn nicht verfolgen. Inzwischen sind weitere Fahrzeuge der Bundespolizei. Er hat es einfach geschafft. Er hat das Geld kassiert. Tschüss, Heide. Natürlich, wenn der Schleuser auch nicht mehr dabei ist, der Schleuser weiß eher Polizei und wo du aufpassen musst. Wenn der nicht mehr dabei ist, dann machen die anderen halt irgendwie nach ihrer eigenen Meinung und laufen dann irgendwie über eine Brücke, obwohl die vielleicht dort erwischt werden. Und 07 und 08 kommt dann zu euch, ja? Die Beamten werden sie in die zuständige Polizeiinspektion bringen. Beide Gruppen werden jetzt gemeinsam nach Ludwigsdorf transportiert zur Dienststelle. Dort gibt es eine Bearbeitungsstraße. In der Bearbeitungsstraße werden die polizeilichen Maßnahmen durchgeführt und dann wird entschieden, was mit der Person weiterhin geschieht. Eine Reise in eine ungewisse Zukunft. Für die Bundespolizisten Ronny Probst und Michael Hennersdorf geht es weiter zum nächsten Grenzübergang. Zur Stichprobenkontrolle einreisender Fahrzeuge. Im Fokus nicht einsehbare Kombis und Kastenwagen. Boah, der sieht verdächtig aus, auf jeden Fall. Na. Mann aus. 432, gucken wir mal rein. Hallo. Hallo. Hallo, die Polizei mit der Kontrolle. Bitte mal einen Ausweis. Ja. Führerschein und Fahrzeugschein. Hat das marode Fahrzeug mit dem auswärtigen Kennzeichen Geflüchtete an Bord? Ja, bitte mal aussteigen und das Fahrzeug hinten öffnen. Nee, er scheint zu selbstsicher sein, zu sein, da ist nichts. Okay, so gut. Auch gut, ja? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die Ladefläche ist leer. Die Beamten überprüfen trotzdem die Personalien. Ich glaube, mit dem Wagen bist du am Tag 300 Mal kontrolliert. Also wenn ich irgendwo was Geschmuggeltes erwarte, egal in welche Richtung, dann wird es in diesem Wagen drin sein. Mannes. Okay, klar, Moment. Moment, ja? Können wir wieder zumachen? Genau. Gut, okay. In dem Fall ist auffällig nicht am unauffälligsten. Alles gut, gut. Kein Schleuser, nur der Besucher einer günstigen polnischen Werkstatt hinter der Grenze. Ist ja völlig legitim, ne? Hier handelt es sich um einen geschlossenen Transporter, wo man nicht sehen kann, was auf der Ladefläche ist. Und aus dem Grund nimmt man sich den raus, guckt hinten mal rein und kann somit ausschließen, dass mit diesem Transporter unter Umständen unerlaubt eingereiste Personen transportiert werden. Wenig später das nächste verdächtige Fahrzeug. Mhm. Ein Mercedes-Kombi mit auswärtigem Kennzeichen. Die Bundespolizei bei der Kontrolle, den Motorraum bitte kurz abstellen. Ganz in Ruhe. Von beiden Insassen bitte Personalausweis. Die Beifahrerin hat keinen dabei. Das ist schlecht. Und vom Fahrer bitte, wenn dabei, Führerschein und Fahrzeugschein. Was ist denn die Strafe dafür, wenn man keinen Ausweis dabei hat? Die Beifahrerin hat ihre Gesundheitskarte zur Hand. Oder? Auch hier ein Blick in den Laderaum des Fahrzeugs. Ja. Willst du mal drüber kommen, Bob? Ja, mach ich. Gut. Können Sie zumachen? Können Sie reinsetzen? Die wirken halt etwas nervös, aber vielleicht einfach so, weil viele Leute sind halt nervös, wenn die von der Polizei kontrolliert werden, auch ohne Grund. Und dann geht's weiter, ja? Die Papiere des Fahrers sind in Ordnung. Doch für die Beifahrerin gibt es eine Rüge. So, da beleidige ich Sie jetzt mal mündlich. Das Nicht-Mitführen des Grenzübertrittsbescheids ist eine OVI, kostet 25 Euro. Nein. Hab's ja auch gesagt, dass ich hier mündlich belehre. Also Sie haben beim Grenzübertritt ein Dokument mitzuführen. Stark. Unabhängig davon, ob Grenzkontrollen sind oder ne. Egal wie, Sie haben immer eins mitzuführen. Ja. Sonst begehen Sie eine OVI nach Passgesetz. Danke Ihnen. Also heißt, sie muss keine Strafe bezahlen. Cool gemacht, sehr gut. Auch unnötig, wirklich. Also für so eine Kleinigkeit. Also einfach sagen, nimm nächstes Mal mit und gut ist. Also das wird ihr jetzt klar geworden sein, da bin ich mir sicher. Schöne Weiterfahrt. Ciao. Lange können die Beamten hier nicht kontrollieren. Die ersten verdächtigen Fahrzeuge mit abgedunkelten Scheiben auf polnischem Gebiet drehen bereits ab. Sind es Schleuser? Ja, dann positioniert euch doch mal ein bisschen schlauer, Leute. Packt das Auto ein bisschen weiter weg oder in einem Gebüsch oder was auch immer. Die wissen doch die Strecke. Das ist ein Grenzübergang. Die werden doch da vorne stehen bleiben und ein bisschen gucken, ob da Polizisten sind. Die sind doch auch nicht blöd. Die sind doch Experten in ihrem Job. Das ist so... So ist das genau unser Klientel. Wir sind jetzt ca. 20 Minuten hier gewesen. Das spricht sich dann auch rum, wenn wir hier länger stehen. Das macht dann keinen Sinn. Man hat ja auch gesehen, dass er schon das erste Fahrzeug gedreht. Ob er jetzt gedreht hat, weil er es vielleicht von irgendjemandem gewusst hat oder ob er es einfach nur gesehen hat, darüber kann man spekulieren. Ja, dann sorgt doch dafür, dass man euch nicht so einfach aber sieht. Für jemanden, der jetzt hier unbedingt rein will, der wird sich wahrscheinlich jetzt da noch abwarten, bis wir weg sind. Das ist einfach so.
Zurück am Flughafen Franz Josef Strauß in München. Gerade ist eine Maschine aus der Schweiz gelandet. Die Bundespolizisten Peter Jeckel und Uscha Pfeiffer werden um Mithilfe gebeten. Ein marokkanischer Staatsangehöriger ist zurück nach Deutschland übergestellt worden. Deren Job ist irgendwie cool. Also wenn ich Polizist wäre, dann am liebsten am Flughafen, so am Frankfurter Flughafen oder sowas. Das könnte ich mir am ehesten vorstellen. Da draußen an Bahnhöfen und sowas. Da ist zumindest irgendwo sauber, strukturiert. Grüß Gott, Männer. Servus. Hallo. Hi. Hi. Wir haben uns am Flieger abgeholt, ankommen aus Zürich, Zurückübernahme nach Deutschland. Hat noch einen Verstärkungshaftbefehl offen. Und bisher verhält sie sich echt ruhig und hier die nötigen Dokumente zur Übergabe für euch. Was ist das für ein Vollstreckungshaftbefehl? Eine Ersatzfreiheitsstrafe. Wegen Diebstahl. Wegen Diebstahl, genau. Okay. Ich habe 210 Euro dazu bezahlen und sonst, glaube ich, 12 Tage. Wie können wir mit ihm reden? Deutsch, Englisch? Ganz leicht Deutsch, ansonsten Arabisch. Gut, dann nehmen wir den. Danke schon mal, wir nehmen den mit auf die Wache hoch. Ja. Und packen da erstmal in den Gewahrsamsraum. Kommen Sie mit? Im Falle eines Aufgriffs im Ausland wird immer in das Ausreiseland zurückgewiesen. Im Falle des Marokkaners ist es Deutschland. Okay. Und? Ja, ist frei. Genau, einmal da rein. Take a seat. So, dann gehen wir das zur Wache vor. Ja. Und wir schauen bezüglich Durchsuchung, dass genau. Ich noch einen Kollegen kriege. Kann ich nicht lassen. Gegen den 21-Jährigen liegen ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung und ein Sicherungshaftbefehl vor. Der Vorwurf: Diebstahl. Normalerweise, klar. Wo war jetzt dieser Diebstahl? Ich habe es nicht mitbekommen. Wo hat er im Ausland irgendwo was geklaut? Wurde nach Deutschland zurückgeführt, weil er hier gemeldet ist oder hier aufgenommen wurde als erstes? Wir hätten ihn jetzt auch fesseln können, theoretisch. Aber ich glaube nicht, dass er vor uns wegrennt. Er hat sich auch bisher immer kooperativ gezeigt. Dementsprechend ist eine Fesselung jetzt nicht notwendig gewesen. Und wir konnten jetzt so mit ihm auf die Wache gehen. Setze ich jetzt auch dahin und ich mache die Zelle jetzt auch nicht direkt zu. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Das ist natürlich sehr korrekt von ihm, ehrlich. Ich könnte aber auch jeden Polizisten verstehen, der auf Nummer sicher geht, weil man weiß nie, kann der korrekteste Mensch auf der Welt sein, also augenscheinlich. Es kann immer sein, dass er irgendwie austickt oder was auch immer, weil er jetzt die Befürchtung hat, dass ihm eine Strafe droht oder sowas. Unter solchen extremen Umständen greifen Menschen auch mal zu extremen Mitteln. Werden die Polizisten wahrscheinlich besser wissen als ich. Also er hat mehr Erfahrung, ja. Wenn er sagt, der geht das Risiko ein, das Kleine, dann natürlich viel korrekter, so wie er es macht. Sehr sympathisch. Ich mag den sowieso sehr, den Polizisten. Der ist richtig kompetent. Polizei folgt dabei einem klaren Protokoll. Zur Verstärkung kommt ein zweiter Beamter hinzu. In ein paar Minuten werden wir Sie durchsuchen. Ohne Jacke, ohne Hose, aber die Tür ist zu. Keine Kamera. Okay. Durchsuchung? Ja, aber ohne Kamera und die Tür ist zu. Okay. Sehr stark. Im zweiten Haftbefehl ist zumindest. Es ist aber wirklich so für Seelen ruhig. Er meditiert, glaube ich, gerade. Dementsprechend muss sie dann halt auch vorgeführt werden von den Richter. Und bis es jetzt soweit ist, durchsuchen wir die Person einmal. Das dient natürlich uns ein bisschen zur Eigensicherung, wenn er schon hier auf der Wache sitzt. Dient aber auch ein bisschen ihm zum Schutz, dass er jetzt nicht irgendwas noch an sich hat, wo er sich jetzt hier in der Zelle beispielsweise sich selbst was antun könnte. Schauen, was er vielleicht dabei hat. Vielleicht das eine oder andere abnehmen. Und dann wird er höchstwahrscheinlich von Richter vorgeführt. Willst du deinen Gürtel auch ablegen? Ja. Gut. Gib's dir einfach der Uscha. Auch wenn der marokkanische Staatsangehörige bisher ruhig bleibt, die Situation kann jederzeit kippen. Okay. Ich wollte sagen, warum legen die den Gürtel ab? Aber im Gürtel sind halt Waffen und so, nicht, dass er das irgendwie, dass er eine Waffe schnappen kann und sowas wahrscheinlich, oder? Hat ganz einfach damit zu tun, wir kommen jetzt der Person recht nah. Und kann es natürlich sein, dass in einem unachtsamen Moment die Person sich unserer Führungseinsatzmittel habhaft wird. Das ist zum einen das Pfefferspray, Schlagstock, die Waffe, selbst mit den Handfesseln, selbst wenn der ein oder andere ein Taschenmesser dabei hat. Alles Sachen, die können uns schwer verletzen. Deswegen wurde das abgelegt. Okay, gut, dann machen wir. Der Mann wird jetzt seine Kleidung ausziehen müssen, um durchsucht zu werden. Für viele Verhaftete eine Extremsituation. Wird er weiterhin kooperieren? Muss er sich so komplett ausziehen? 13 Minuten später. Oder also auch die Unterhose wahrscheinlich. Ja, safe. Passt alles. Er ist jetzt nicht mehr ganz so gut drauf, sagen wir mal so. Da haben wir doch einiges abgenommen, womit ich hätte halt was antun können. Da hat er schon gemerkt, alles klar, das ist gerade ein bisschen ernster, finde ich nicht so in Ordnung. Und ja, dementsprechend hat er halt gemerkt, oh, ich komme doch nicht nur hierher jetzt nach Deutschland, sondern offensichtlich liegt was gegen mich vor und fand er jetzt halt nicht so ganz in Ordnung.
Der 21-jährige Marokkaner wird schon bald dem Richter vorgeführt werden. Bei Verurteilung erwartet ihn die Einlieferung in eine deutsche Justizvollzugsanstalt. Weiter geht's zum nächsten Auftrag. Ja, okay, das ist schon ein bisschen demütigend, dass er da im Boxershorts da durchlaufen muss. Aber ja, am Ende des Tages, wenn du kriminell bist, dann kannst du auch nicht erwarten, dass jeder so perfekt und optimal behandelt wirst. Und dennoch kann ich verstehen, dass man sich da ein bisschen räudig fühlt. Im nächsten Auftrag. Auf der Wache sitzt ein Mann aus Asien mit Ausweispapieren, die die Beamten stutzig machen. Der Reisepass des 25-Jährigen zeigt verdächtige Auffälligkeiten. Abweichend ist vom Passbild, vom Pass selbst, die UV-Reaktion, die ist viel zu hell. Deswegen müssen wir das bei Urkunden bei Spur prüfen lassen. Alles klar. Mein Visum hat gepasst. Visum hat gepasst, Visum passt in den Pass rein. Visum ist auch beantragt und ausgestellt. Ja, dann schauen wir, was die Kollegen sagen. Ja, genau. Die Beamten machen sich auf den Weg in die Abteilung für Urkundendelikte der Bundespolizei. Immer wieder versuchen Passagiere mit manipulierten Papieren. Deren Job gefällt mir so gut irgendwie von den beiden. Deren Job und deren Auftreten wirklich top. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt von denen. Die Vermutung ist jetzt, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handeln könnte. Und das wollen wir jetzt genauer überprüfen lassen. Die restlichen Reisedokumente des Mannes erscheinen korrekt. Doch das muss nichts heißen. Das Visum haben wir uns schon angeschaut, das Visum stimmt soweit. Jetzt gehen wir natürlich vielleicht noch davon aus, dass das Visum, was echt ist, in den falschen Pass reingeklebt ist. Könnte halt sein, dass er über seine eigentliche Identität hinwegtäuschen möchte. So, gleich rechts in der Linie. Hi, moin. Vor allem, die wissen halt wirklich nicht, was an dem Tag auf sie zukommt. Die haben so viele unterschiedliche Aufgaben. Man könnte sagen, so, es wird nicht langweilig. Die Sache ist halt nur, viele Leute würden sich vielleicht sogar eher wünschen, einen langweiligen Job zu haben, anstatt immer so dieses Gefühl von, was passiert heute? Das kann auch in vielen so Stress auslösen. Wir wurden schon angekündigt wegen dem burmesischen Reisepass, dass der einmal genauer überprüft wird. Okay, dann schauen wir mal. Als erstes vergleicht die Kollegin die Reaktion der einzelnen Passseiten unter UV-Licht. Also hier sehen wir schon eine starke Abweichung von der Innenseite zu der Lichtbilddatenseite. Das ist so eigentlich nicht gebräuchlich. Eigentlich müssten alle Seiten des Passes gleich intensiv leuchten, wenn ein und dasselbe Papier verwendet worden wäre. Macht Sinn. Okay, jetzt schauen wir noch mal nach dem Wasserzeichen. In jede Seite ist ein Muster eingelassen. Ist es auf allen Seiten identisch? Jetzt vergleichen wir das noch mit den anderen Passseiten. Das okay, dann machen wir es so. Passt. Warum leuchtet also die Lichtbilddatenseite so stark? Ist sie gefälscht und nachträglich in den Pass eingesetzt worden? Ist auch neugierig. Da ist erstmal keine Abweichung im Untergrunddruck zu erkennen. Das sieht ganz gut aus. Und auch irgendwelche schief geschnittenen Seitenkanten habe ich nicht gesehen. Offenbar wurde hier nichts ausgetauscht oder gefälscht. Das Leuchten, ja, könnte jetzt durch den Kleber an der Folie da verursacht sein. Und wir haben einfach da nur durch die Produktion bedingt, ja, eine Auffälligkeit. Dann müssen wir fast davon ausgehen, dass das so passt. Okay, danke. Dann vielen Dank euch. Ja, gerne. Okay. Na gut. Gut für ihn. Dann ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Fehlalarm. Der Pass ist echt. Wodurch es jetzt genau entstanden ist, kann man nicht sagen. Die Kolleginnen haben vermutet, dass es vielleicht am Kleber lag, der von der Schutzfolie und von der Lichtbilddaten. Ich weiß nicht, wie ist das Land, aus dem er kommt? Vielleicht werden da die Pässe einfach so anders hergestellt oder die Seite, da haben die halt nicht so krass drauf geachtet oder sowas. Also und einfach irgendwie einen anderen Kleber benutzt oder anderes Papier oder was auch immer. Ich denke, das kann schon mal vorkommen. Kann natürlich auch sein, dass man in anderen Ländern, nicht wie in Deutschland oder in der EU, halt ein bisschen günstiger produziert und dann solche Fehler gerne mal passieren. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr sensibles Thema, das alles, Einwanderung und sowas. Ich finde halt schon, diese Debatte wird extrem emotional geführt. Kann ich auch teilweise nachvollziehen von beiden Seiten. Ist halt schade, dass man sich so spalten muss in der Gesellschaft. Keinerlei Meinungen werden akzeptiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass eine Seite auf die andere zugehen will oder so einen Mittelweg finden will, sondern es ist einfach so, entweder du gehörst dazu oder du gehörst dazu. Und das ist in so vielen Themen aktuell. Ich weiß nicht, ob das Internet dazu beiträgt, dass man sich so in verschiedene Lager
abspaltet, aber Gespräche kommen nicht so wirklich zustande, weil die Leute wollen nicht. Leute wollen dahin gehören oder dahin. Entweder du gehörst zu uns oder du gehörst zu den anderen. Aber so kann man halt schwer Lösungen finden oder sich in der Mitte einigen. Das geht ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. Naja, so ist das. Bis zum nächsten Mal, Leute.